ich grüße euch. Ich möchte heute einen ganz besonderen Tipp mit dir teilen. Vielleicht hast du schon einige Darmgesundheitsprotokolle durchlaufen, aber irgendwie sind Beschwerden wie Blähungen, Reflux, Bauchschmerzen, Durchfall oder Aufgeblähtsein immer noch vorhanden. Diese Symptome sind leider gar nicht ungewöhnlich. Insbesondere bei der Dünndarmfehlbesiedlung hat der Körper viele Regulationsprozesse zu leisten. Vielleicht hast du dir die Frage gestellt, wie du deine Verdauung optimal beeinflussen kannst. Und da kommen die Suppen ins Spiel. Nährstoffreiche Suppen, wenn du sie pürierst, sind bereits in einem aufgeschlossenen Zustand. Suppen können dein Verdauungssystem entlasten und das bringt deinem Körper die Zeit, um wirklich Regulationsprozesse zu leisten. Deshalb, mein Daumen ist hoch für die Suppen. Ich habe sogar ein schönes Rezept auf meiner Webseite. Schaut gerne auch einmal vorbei, dann könnt ihr meine grüne Detox-Suppe genießen. Also, Daumen hoch für die Suppen!